Herzlich willkommen beim Webinar von Reporting Impulse, wo es heißt Data Science und die Rolle des Controllers. Es begrüßen Sie heute Andreas Wiener und Tuba Boskurt und wollen Ihnen ein bisschen was zum Thema Data Science, wie gesagt, und die Rolle des Controllers erzählen. Ich bin, wie gesagt, Tuba Boskurt. Sie sehen hier auf dem ersten Bildschirm uns als Team. Ich bin hier rechts zu sehen auf den Fotos. Andreas Wiener ist direkt links unter mir in diesen Quadraten. Das ist auch unser Team im Kern. Mehr gibt es auch nicht. Wenn, dann sehen Sie und hören Sie uns hier vor allen Dingen. Zu uns noch einmal der Herr Andreas Wiener, was ich eben sagte, ist Geschäftsführer, genauso wie der Herr Kai-Uwe Stahl. Andreas Wiener betreut eher das Feld Consulting, während Kai-Uwe Stahl für die Ausbildung und ja, alles Academy-lastige zuständig ist. Wenn es um technische Themen geht, wenn es ein bisschen tiefer und ich sage in Anführungsstrichen nerdiger sein soll, dann macht das der Herr Mehlfeld bei uns. Genau, und alles, was sich um den Faktor Mensch dreht, ist mein Arbeitsgebiet. Wenn man das jetzt aufdröseln wollte, dann würde das so aussehen. Zu guter Letzt sollte es Ihnen auch darum gehen, dafür zu sorgen, dass Ihre Projekte auch immer gereviewt werden, beziehungsweise dass der Erfolg sichergestellt wird. Es ist nicht damit abgeschlossen, dass Sie den letzten Haken gemacht haben, sondern Sie müssen immer wieder rein und schauen, ob dieses Projekt, was Sie da abgeschlossen haben, auch wirklich von Erfolg gekrönt ist und gekrönt sein wird. In all diesen Bereichen, das klingt wie ein kleines Potpourri, können wir Sie auf jeden Fall unterstützen und begleiten. Kontaktieren Sie uns gerne nach diesem Webinar. Wir sind gerne für Sie da. So, gut, auch hallo von mir. Ich werde heute mal ein bisschen dazu reden, wer ist denn eigentlich so ein Data Scientist? Was bedeutet das fürs Controlling? Ist ein Controller vielleicht schon ein Data Scientist? Welche Skills muss er denn haben, um Data Scientist zu sein? Und warum ist Data Science denn überhaupt wichtig und irgendein Thema? Wir sind ja Visualisierungsexperten und wir nehmen das jetzt mal aus der Brille der Visualisierung, um irgendwie zu verdeutlichen, was denn so klassisch Aufgaben von einem Controller sind und was klassisch Aufgaben von einem Data Scientist sind. In der ersten Riege oben sehen Sie Information. So, guckt man sich das an, das ist meine Lieblingsdarstellung, was alles von so einem Data Scientisten verlangt wird, sieht man, der muss an sich alles können, ne? Da steht drauf, er muss Mathematik können, er muss statistische Dinge können, er muss Machine Learning kennen, er muss. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Data Science Teamwork ist und dass verschiedene Leute zusammenarbeiten müssen. Das möchte ich im folgenden Modell einfach mal vorstellen. Wir nennen das den Data-to-Business-Process. Bedeutet, startet ganz links, die Arbeit ist Exploration. Und zu guter Letzt haben wir hier rechts den Businesspartner. Der soll es dann so bekommen, dass es entscheidungsrelevant ist. Bedeutet, ich kann ja in modernen Tools auch gerne dann eine Story daraus bauen. Heißt, ich habe nachher eine Präsentation, wo ich sagen kann, das bedeutet, der Data Analyst im Gegensatz dazu ist ähnlich gelagert. Er beschäftigt sich aber mehr mit den Daten. Bedeutet, es ist der Data Scientist. Bedeutet, wenn man sich die Übersicht nochmal anguckt, wer hat einen ganz, ganz großen Businesswert aus unserer Sicht? Das sind so, gut, hier nochmal eine Übersicht aus dem Artikel von dem Dr. Mönning und mir. Hier haben wir mal einfach gezeigt, was, ne, sind denn so Data Scientist Skillset? Was soll der haben? Also wenn wir uns denn die Abbildung von der Data Scientist am Anfang denken, soll die verschiedene Dinge mitbringen. Wie kann man sich jetzt dem Thema nähern? Also meine Empfehlung ist definitiv, ich komme links von dem Businesspartner und den Data Analysten stark über das Information Design hin zum Visual Business Intelligence und lass so einen Business Analyst und einen Data Analyst mal ein bisschen in dieses Visual Analytics reinschnuppern. Ich zeige gleich mal ein Beispiel, wo ich glaube, jeder Business Analyst und Data Analyst, der einigermaßen technisch affin ist und in den Daten sich auskennt, wäre in der Lage, auch schon leicht Visual Analytics zu machen. Was verstehe ich darunter? Ich sage immer so, das soll nochmal zeigen, wie denn jemand, der Controlling macht, sich dem Thema Visual Analytics und Data Science nähern kann und wie jemand, der Data Scientist ist, Möglichkeiten hat, im Visual Business Intelligence und im Information Design sich ausbilden zu lassen. Dadurch haben wir Leading Task, haben wir definiert und wir sagen, was müssen die Leute denn können? Ich will Ihnen jetzt gar nicht